Zwergmarien kloppen am Wolchow. Macht das Sinn? Die ollen Zwergmarien sind ja vielleicht nicht so ergiebig, aber wenn die Größe stimmt und wenn man nebenbei noch was anderes machen kann. Also, dann kann man es durchaus doch mal versuchen. Auf Zwergmarene am Wolchow. Und nebenbei würde ich sagen, nehmen wir noch einen anderen Z-Fisch mit, und zwar Zobel. Zobel kloppen, Zwergmarien kloppen. Stippen und Grund, ja, im Grunde gar nicht so schlecht. Man muss halt bloß zusehen, dass man Prioritäten setzt. Und da ist natürlich die Prio auf der Stippe, beziehungsweise wenn ihr hier mit der Bollo unterwegs seid oder vielleicht sogar mit der Match, natürlich immer Pose vor Grund, weil da muss man eben den Anschlag setzen. Und die Grundruder, die können wir ja so ein bisschen zuppeln lassen. Ich habe jetzt gerade eben erst angefangen, die Pose rauszulegen. Ich hatte erstmal noch ein bisschen rumgesucht auf Grund und welche Köder hier funktionieren und habe mittlerweile was gefunden, was hier für die Zobel ganz gut funktioniert. Also jetzt hier gerade in den letzten 20, 30 Minuten sind schon die ersten Zobel halt reingegangen. Ich hatte, wie gesagt, einiges rumprobiert und ausprobiert, auch vorher schon an einer anderen Stelle weiter vorne. Aber die Zeddys, hier ballern sie zumindest rein. Und wenn man eben noch die Zwergmaräne benötigt, durchaus eine Möglichkeit, das dann von hier aus einfach mal zu probieren. So, ich werfe dann direkt noch weiter aus. Also ich versuche das jetzt weiter da vorne hinzuwerfen. Heißt also nicht so eine ganz, ganz kurze Stippe, sondern ruhig ein bisschen länger. Das Ganze wurde auch schon im VK, im Russischen, gepostet. Und der Urflitzer, der hatte das auch schon getestet und hat tatsächlich schon ein bisschen was rausgezogen. Ich schaue gerade mal eben rein. Keine Trophy dabei gewesen, aber er hatte dann eine ganz gute Frequenz. Die Lümmels standen allerdings quasi direkt gegenüberliegend, sind also mit dem Boot rübergefahren und standen dann hier an der Stelle. Ja, muss ich gestehen, bin ich einfach zu faul zu, hier extra mit dem Boot rüber zu brettern für so einen kleinen Fisch. Also teste ich einfach auf der Seite. Und es sind tatsächlich auch beim Grundangeln schon ein paar Zwergmaränen reingegangen. Das ist gar nicht schlecht. Und dazu eben beim Grundangeln die Zobel. Zobel immer wieder gut. Zobel, Zerte und Zope, das sind so die wichtigen drei Z-Fische. Immer schön mit einem feinen Setup, ungefähr 12er Haken, passt ganz gut. Und dann gib ihm. Lohnt sich immer wieder, vielleicht auch einfach mal gucken. Auf dem Kanal gibt es schon einige Videos dazu mit den verschiedensten Spots, wo man eben diese Z-Fischis findet. Lohnt sich immer wieder, weil sie einfach ganz gut Silber reinballern. Vor allem die Zopen. Die sind da richtig gut. Zope, wenn man da einen Spot hat, auf jeden Fall durchziehen. Ja, mit der Zerte wäre jetzt halt auch nochmal richtig interessant. Der Fisch ist halt als im Fangbuch drin quasi für den Wolchow. Trophäen Wolchow. Hier unten ist er. Zwergmaräne. Heißt also, wenn man das abhaken will, voll machen möchte, dann ist das doch jetzt die Chance dazu, dass man das einfach mal erledigt. Ich bin jetzt hier auf einen Meter Tiefe. Ich glaube, man hat das so ungefähr schon gesehen. Ich habe jetzt gerade mal einen 10er Haken verwendet. Ein bisschen größer. Ich glaube, so ganz groß muss man gar nicht. Vielleicht so in Richtung, ja, 15er, 16er Haken vielleicht oder 14er Haken. 10er Haken ist schon richtig aggressiv groß. Aber ich habe mir gedacht, Alden, die olle Zwergmaräne ballert ja am Koori auch auf die übelst großen Haken, da ist die auch vor nix fies. Vielleicht klappt das ja hier auch. Wenn das jetzt gleich nicht ein bisschen mehr Frequenz gibt, dann werde ich das auch gleich nochmal ändern. Da muss halt, na, zuppelt was? Da muss halt ein bisschen mehr gehen, ne? Das ist ein Hebebiss gewesen. Eher eine Güster, oder? Ja, eine Güster. Genau, die hebt die Pose immer nach oben. So, nochmal direkt auswerfen, ablegen und dann hier die
Grundrute versorgen. Ha, zu früh. Unentschlossen, der Fisch. Aber dafür hat sich der andere entschlossen. Ich werfe hier so, ich weiß es gar nicht, was es sind. So 17, 18 Meter ungefähr weit raus. Ich habe es nicht geklippt. Ich stehe jetzt hier mit einem 40 Gramm Blei, lade das so halb auf und dann schön gib ihm. Dazu ist das hier das Vorfachsmaterial. Wenn ihr das Vorfachsmaterial noch nicht herstellen könnt, Fluorocarbon-Vorfächer, so ungefähr 3 bis maximal vielleicht so 4 Kilo. Ich würde da nicht zu stark dran gehen für die Zettis. Immer schön dünn und fein. Durchsichtig muss es, glaube ich, nicht sein, aber wie gesagt, recht dünn wäre schon nicht so schlecht. Und wenn man damit oder mit so einem Invisible Mono könnte man vielleicht auch noch testen als Vorfach. Oder wie gesagt, dann halt von den normalen gekauften. Hier am Wolchow kann man ja zum Glück alles kaufen. Dünnes 2, oder 3, irgendwas. Ich glaube, das ist so ein ganz gutes Gewicht. 12er Haken, Köcherfliegenlarve und dann gib ihm. Da haben wir auch noch nichts dran. So, Morgenstunden, wie gesagt, waren schon gar nicht so schlecht. Das war schon gar nicht so verkehrt. Ich teste jetzt hier nochmal einen etwas kleineren Haken. Gehen wir vielleicht mal hier auf 15 oder auf 14. 14 hat ja letztens auch super funktioniert mit dem da. Mit dem Flusskrebs. 1 Meter Tiefe. Und dann gucken wir mal, was da geht. So, die Pose geht schön runter. Jawohl, ich ziehe aber noch mal ein bisschen zurück hier. Und da ist er runter. Jawohl. Na, das ging noch gut. Direkt nach unten. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir hier zum einen Frequenz hinkriegen und zum anderen natürlich auch die passenden Größen. Und wenn das jetzt hier mit der Stippe doch noch zu tricky wird bei mir, werde ich bestimmt nochmal testen mit der dicken, fetten Bollo. Einfach komplett übertrieben. Bolognese-Route mit der Match-Montage und die Kombination dann, also mit Plus auf die Montage, dann einfach hoffen, dass man dann dadurch, ja, der nächste. Ja, ist glaube ich schon mal deutlich besser. Die Hakengröße passt schon eher. Wobei die Größen auch natürlich jetzt ein bisschen geringer sind, aber dafür ballern sie erstmal rein, ne? Das ist natürlich wichtig, wenn man die Fische von vornherein vergrault, weil der Haken zu groß ist, macht das natürlich auch keinen Sinn. Aber das sieht schon mal nicht so schlecht aus. 14 Haken, nebenbei zuppelt es schon wieder auf den Grundruten. Zack, guck mal da, geht's weiter. Und bisher sind sie sogar relativ leicht zu haken. Also bisher noch kein Theater gemacht. Aber wie gesagt, die Größe, nee. Oder vielleicht mal mit dem Spinner versuchen. Könnte auch gehen. Am Koori sind die auf dem Spinner immer wieder dabei. Wenn die doch jetzt hier gerade vor Ort sind, wäre das doch eine Möglichkeit hier. Zwergmarine auf dem Spinner, soll ich mal testen? Komm, ich teste mal. Wir haben noch nicht so ganz spät. Es ist noch relativ hell. Das könnte noch funktionieren auch beim Spinning. Ich baller hier gleich mal einen kleinen Spinner durch. Das würde mich ja schon interessieren. Vielleicht so mit dem Belaya-Set, das müsste doch ganz gut gehen. So, sollen wir abstellen, mal eben die Grundrute versorgen oder? Ja, machen wir mal eben. Schön den Blick behalten. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ach doch, da kommt sie. Und wieder nur eine Olle Güster, die wollen wir nicht. Zack, da vorne hin, schnell wieder zur Pose. Und sie ist schon weg. Ah, verdammt, und ich gehakt. Okay, ich teste mal eben mit dem Belaya-Set auf Spinner. Das wäre doch auch nochmal eine Idee. Auch da gehe ich deutlich kleiner rein. Ich nehme mal ein entspanntes, komplett übertrieben. Ich nehme Micro-Braid-Vorfach. Micro-Braid-Vorfach, 2,8 Kilo nur. Und ich nehme diese ganz kleinen Anfängerdinger hier, die man, die Furies. Detail, genau, die Furies. Gucken wir mal, ob das ballert. Oder was da ballert. So, auswerfen, reinkurbeln, auf hier. Oh, ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall die Bremse runter machen. Alter.
Okay, das ist keine Zwergmarine. Alter, das ist vielleicht ein Hecht oder sowas. Oder wahrscheinlich ein Barsch. Also, erstmal Bremse runter machen. Bei einem übermäßigen Drill erstmal den Fisch müde machen lassen. Ne, wir hatten das ja schon mehrfach wegen dem Verschleiß und so Sachen. Spannung aufrechterhalten. Aber abwarten. Der eskaliert jetzt eh erstmal. Der Fisch eskaliert am Anfang eh, von daher keinen Stress machen. Einfach nur ziehen, schön hoch mit der Rute, dass da so ungefähr so 90 Grad Winkel entsteht. Jetzt wieder ein bisschen nachkurbeln. Abwarten. Ich kurbel wieder so ein bisschen. So, jetzt drehe ich mal so langsam hoch. Ah, der hat noch Bock, kann man wieder runterdrehen. Einfach wegen dem Verschleiß, ne? Wir wollen ja nicht hier unser Setup kaputt verschleißen, sondern den Fisch erstmal schön sich austoben lassen. Der macht das jetzt. Kein Stress damit. So. Aber aufrecht. Oh, immer dabei sein. So. Ah, guck mal, der gibt nochmal richtig Gas. Zzzz, macht er. So. Schnur auch immer im Blick behalten. Wie viel Schnur ist drauf? Das wird aber wild, Alten. So. Ich meine jetzt mit 2,8er Schnur ist das natürlich wild, ne? Alter Falter, was soll das denn sein, ey? Ob das ein oller Hecht ist, der hätte doch wahrscheinlich schon durchgebissen. Vor allem auf diesen ollen kleinen Spinner, ey. Ich werde ja weich, ey. Oh, oder vielleicht sowas wie ein Aaland. Ach, verdorrig, hier gibt's ja Aalande. Wobei so richtig... Oder ein Rapfen kann es natürlich auch sein. Wie der abzieht, ey. So, immer wenn er nachlässt, direkt wieder ein bisschen nachkurbeln. Und so, wenn die Schnur jetzt gleich halb abgespult ist, dann gehe ich aber hoch mit der Bremse. Dann muss er ein bisschen mehr kämpfen. Jetzt so langsam. Ah, kommen sogar noch ein paar Kopfschläge dazu. Okay, ich muss einfach ein bisschen mehr reingehen jetzt. Und dann gucken, nicht zu hoch. Man sieht, es gibt zwar manchmal so Ausschläge, aber es gibt dann manchmal auch Ausschläge, die dann nochmal ein bisschen weiter gehen. Das heißt, wenn man dann mit Shift und rechter Maustaste vielleicht nochmal so ein bisschen dagegen geht, dann sieht man, wo ist wirklich das Maximum. Ich glaube, eine Stufe kann ich noch höher. Und da ist dann wirklich das Maximum am Ende von Rot ist tot. Also wenn der Balken wirklich, ne, dann war es das. Ja, das kann natürlich jetzt knapp enden. Ich versuche den mal so ein bisschen hoch zu pumpen. Mit der rechten Maustaste. So, guck mal. Das heißt, mit so ein bisschen Links- und Rechtsbewegung kommen wir da so... Ja, kriegen wir so ein bisschen... So, jetzt hat das deutlich schwieriger. Ja, er muss einmal gegen die gesamte Kraft der Rute ankämpfen. Und nach oben hin. Nach oben ist es auch wirklich schwierig für den Fisch. Ich meine, links und rechts schwimmt er ja den ganzen Tag. Aber nach oben und nach unten, da hat er halt nicht so die Power, ne? So, komm ran hier. Das ist auch ganz normales, langsames Einkurbeln jetzt hier ohne Shift. Den wollen wir jetzt erstmal locker wieder hier rankurbeln. Also ich vermute, den Hecht hätte schon durchgebissen. Hecht wäre schon durch. Entweder ein richtig fetter Barsch, würde mich nicht wundern. Wobei, das ist für einen Barsch auch schon echt schnell gewesen. Entweder ein Rapfen, würde ich fast sagen, oder ein Aaland. Keine Zwergmarine. Ha! Das wäre es auch gewesen jetzt, ey. Zack! Zwergmarine. Guck mal, da kommt er an hier. Alter. Aber geil. Alter, Alter, ey. Micro Braid for the win. Die dünnste Schnur im Game. 0,04 mm dünn. Super gut, ey. So, komm ran jetzt hier, Otto. Wahnsinn. Aber immer wieder geil. Auch übrigens, also wenn man Bock hat, ne, am Belaya, kann man das auch machen. Ist halt garantiert Action. Wenn man genug Schnur dabei hat. Let's fetz, ey. Wie gesagt, das hier mit dem Belaya-Set, wenn ihr das noch nicht kennt, ich verlinke das auch nochmal eben. Belaya-Setup.
Das beste Setup. Es ist so geil. Es ist so geil. Ich bin drauf und dran, mir was Ähnliches zu suchen. Da muss ich nochmal die Augen offen halten, ob es das überhaupt gibt. Nochmal vielleicht so im High-End. Vielleicht gibt es das mit irgendwelchen Boni-Geschichten drauf. Aber das Wurfgewicht ist einfach so sensationell. Ab 3 Gramm ist einfach perfekt. Und dann ist es eine Medium-Leitrute. Heißt also, wir können 3000er Rollen drauf machen. Auch das bringt schon mal deutlich mehr Bremskraft. Also das ist schon nicht schlecht. So, Alden, komm ran hier. Jetzt wollen wir aber auch wissen, was das ist, ne? Na, Alter? Und? Der Rapfen, oder? Ja. Der Rapfen ist es. Snackt sich hier direkt. Direkt snackt er sich ihn. Alter, 1,3er Rapfen, ey. Cooles Ding, ey. Cooles Ding. Ob hier Rapfen sind, das wäre jetzt aber zu viel des Guten mit dem ganzen Geteste. Aber Rapfen würde mich ja auch interessieren hier. Schön mit dem Blinker auf Rapfen. Stell mal vor, am Wolchow. Das wäre natürlich der Hammer. Also, ich ziehe mal jetzt hier weiter raus. Auf Zwergmarine, auf Zobel. So. Ich glaube, da zubbelt noch was. Ja, einiges bisher reingeballert. Wie gesagt, Zobel, kohlemäßig richtig gut. Zwergmarine ist halt nicht so häufig gezielt rauszukloppen. Aber klappt halt hier an der Stelle gut, wenn man ein bisschen Geduld hat. Und ich glaube, man müsste mit dem Haken noch so ein bisschen optimieren. Ich bin noch nicht so ganz sicher mit dem 14er Haken. Da geht, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Rapfen werde ich jetzt als nächstes hier testen. Das ist ja echt spannend. Und ansonsten, ja, rausziehen, ihr Lümmels. Petri, wenn das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen fürs Video und den Kanal abonnieren, dass du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.